Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel und wir melden uns heute vom Dresdner Postplatz, wo nur wenige hundert Meter entfernt die Finanzminister der G7-Staaten zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen sind. Hier in der Dresdner Innenstadt führt die NPD eine Protestkundgebung durch und will damit verdeutlichen, dass die politische Linke keinen Alleinvertretungsanspruch auf Globalisierungskritik hat. Gerade spricht der Parteivorsitzende Frank Franz. Hören wir doch einmal kurz in seine Rede hinein. Eine weitere Frage ist, warum ist Russland seit 2014 von diesem Gipfel ausgeschlossen? Warum aber nicht die USA? Warum werden die USA nicht von diesen Gipfeln ausgeschlossen, die nachweisbar für die Kriege und für die Unfreiheit unzähliger Völker dieser Welt verantwortlich sind? Wer hat denn die Kriege im Irak geführt, in Afghanistan, in Syrien? Wer destabilisiert denn Nordafrika? Wer sorgt denn für Unfrieden, für Hass in der ganzen Welt? Das ist nicht Russland und das ist auch nicht China. Es sind die USA als Weltkriegstreiber und Weltbrandstifter, die überall auf dieser Welt ihre Bombenschächte öffnen, um dort ihre Demokratie abzuwerfen. Nicht nur die NPD, auch ihre Jugendorganisation, die jungen Nationaldemokraten, haben das Finanzministertreffen zum Anlass genommen, um mit ihrer aktuellen Kampagne Antikapitalismus von rechts auf Missstände aufmerksam zu machen. Worum es dabei geht, sehen Sie jetzt. Die Fehler der westlichen Wirtschaftsordnung sind heutzutage offensichtlicher denn je. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Die Märkte werden von wenigen, dafür aber umso mächtigeren Akteuren beherrscht. Die Finanzindustrie erdrückt die produktive Wirtschaft. Mit den sogenannten G7, dem Zusammenschluss der 7 weltweit führenden Industrienationen, findet diese wirtschaftliche Globalisierung ihren politischen Ausdruck. Die NPD und ihre Jugendorganisation nutzten daher die Gelegenheit, am Rande des G7-Finanzministertreffens in Dresden die Machenschaften der Herrschenden anzuprangern und Alternativen aufzuzeigen. Die jungen Nationaldemokraten führten darüber hinaus an mehreren Tagen eine Reihe von kreativen Aktionen im Rahmen ihrer neuen Kampagne Antikapitalismus von rechts durch. JN-Schulungsleiter Pierre Dornbrach stimmte die Aktivisten der NPD-Jugend mit einem fundierten Theorieseminar im Haus Montag in Pirna auf die Aktionstage ein. Mit verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie Straßentheater, Flugblattverteilungen, Kundgebungen und einer Pyroaktion machten die jungen Nationaldemokraten rund um den G7-Gipfel auf ihre neue Kampagne aufmerksam und verdeutlichten gleichzeitig, dass die politische Linke keine überzeugenden Antworten auf die Gefahren der Globalisierung hat, sondern sich beispielsweise durch die Propagierung einer Politik der offenen Grenzen selbst zum Büttel des internationalen Finanzkapitals degradiert hat. In einem Grundlagenpapier erklärten die jungen Nationaldemokraten: Wir verstehen uns nicht nur als Antikapitalisten, die aus Neid auf besitzende pseudorevolutionäre Thesen in die Welt posaunen. Wir verstehen uns als volkstreue Aktivisten, welche den Schlüssel zu einer gerechten Gesellschaftsordnung nur durch ein gerechtes Geldsystem innerhalb einer raumorientierten Volkswirtschaft sehen. Die Alternative zum Globalkapitalismus liegt auf der Hand. Wir brauchen eine am Menschen orientierte, vielseitige und ausgewogene soziale Volkswirtschaft, die ihren Schwerpunkt nicht in der einseitigen Exportorientierung, sondern in der Stärkung der Binnenwirtschaft sieht. Nur innerhalb einer solchen raumorientierten Volkswirtschaft werden regionale Wirtschaftskreisläufe gefördert, um Beschäftigung und Kaufkraft im Land zu sichern. Materialien zur Kampagne Antikapitalismus von rechts, wie Bekleidung, Flugblätter und Aufkleber, sind über den Frontdienst der jungen Nationaldemokraten zu beziehen. Weitere Informationen gibt es auch auf der JN-Internetseite www.jn-bufo.de. Neben mir steht nun Arne Schimmer. Arne Schimmer ist wirtschaftspolitischer Sprecher der NPD und Redner auf der heutigen Veranstaltung. Arne, warum demonstriert die NPD heute gegen das G7-Treffen? Nun, schon ein Blick auf die Teilnehmerliste dieses G7-Treffens zeigt ja, wie politisch sinnlos dieser äußerst kostspielige politische Wanderzirkus ist, der den deutschen Steuerzahler, der laut Angaben des Steuerzahler Bundes 360 Millionen Euro kosten wird. Denn wenn man auf die Teilnehmerliste sieht, findet man dort nur letzten Endes die großen, wirtschaftsstarken alten NATO-Staaten, die 6 größten industriestarksten alten NATO-Staaten, plus Japan. Was wirklich fehlt, sind eigentlich die wirklich aufstrebenden Staaten, also Russland, China,
Indien. Und gerade diese Staaten sind ja besonders wichtig für die deutsche Wirtschaft. Wir können ja unseren wirtschaftlichen Leistungsstand nur halten, wenn wir gerade mit diesen östlichen Staaten stärkere wirtschaftliche Beziehungen eingehen. Und deswegen sagen wir Nationaldemokraten, dieser G7-Gipfel ist ein weiterer institutionalisierter Ausdruck des westlichen Hyperimperialismus neben völkerrechtlichen Verträgen wie dem TTIP oder wie TISA. Und wir sagen natürlich auch ganz klar, der Ausschluss Russlands von den früheren G8 jetzt zum G7 ist aus unserer Sicht ahistorisch, unvernünftig und politisch sehr unklug, insbesondere aus deutscher Sicht, denn wir Deutschen sind ja ganz besonders stark auf gute Beziehungen mit Russland angewiesen. Vielen Dank. Während die Kundgebung auf dem Postplatz gerade zu Ende geht, möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden. Unterstützen Sie uns, damit wir auch weiterhin die Nachrichten bringen können, die Sie woanders nicht finden. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Emma Stapel.